Auch auf der letzten Sitzung unter dem scheidenden Präsidenten Draghi hat der Rat der Europäischen Zentralbank die Leitzinsen unverändert bei 0% belassen. Draghi hatte während der 8 Jahre an der Spitze der EZB eine konsequente Niedrigzinspolitik verfolgt. Er wird sein Amt in der kommenden Woche an die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde übergeben. Es sah aus wie immer, als Mario Draghi zu seiner letzten Pressekonferenz als EZB-Präsident kam. Doch es lag Wehmut in der Luft. Draghi ließ ungewohnt Emotionen erkennen. Wenn ich auf etwas stolz bin, dann ist es die Art und Weise, wie der EZB-Rat und ich unser Mandat ständig erfüllt und abgearbeitet haben. Das ist Teil unseres Erbes, nie aufzugeben. Damit spielte Draghi auf die ständige Krise an, die seine Amtszeit prägte und fast zum Zusammenbruch der Währungsunion führte. Um das zu verhindern, setzte er im Sommer 2012 in London alles auf eine Karte. Die EZB wird alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir, es wird reichen. Es reichte, doch viele Kritiker halten seine Maßnahmen zur Rettung des Euro für unverhältnismäßig. Die Medizin, die er verschrieben hat, nämlich der Kauf von Staatsanleihen, hat sehr viele Nebenwirkungen. Er gleicht einem Arzt, der bei einer leichten Erkältung Antibiotika verschrieben hat. Auch Nachfolgerin Christine Lagarde will an der Politik des billigen Geldes festhalten. Denn die Krise ist weiterhin nicht gelöst. In den meisten Ländern der Eurozone gilt Mario Draghi als hochrespektierter und gefeierter Retter der gemeinsamen Währung. In Deutschland hingegen überwiegt die Kritik an den negativen Folgen seiner Geldpolitik. Das hat am Image der EZB gekratzt. Und dieses Image wieder zurechtzurücken, ist eine Hauptaufgabe für Nachfolgerin Christine Lagarde. Der Pariser Louvre steht von heute an ganz im Zeichen von Leonardo da Vinci. Der italienische Universalgelehrte starb vor 500 Jahren. Nach 10-jährigen Vorbereitungen hat der Louvre etwa 160 Gemälde, Zeichnungen, Manuskripte und Modelle des Künstlers aus aller Welt in die französische Hauptstadt geholt. Zu den Leihgebern gehören auch die britische Königin und der Vatikan. Das Interesse ist groß. Rund 260.000 Eintrittskarten sind bereits reserviert.